Nach den schweren Ausschreitungen in Dijon haben nun aus Nordafrika stammende Menschen den Rücktritt des Präfekten gefordert. Er habe sie nicht gegen die Tschetschenen geschützt. In einem Vorort von Dijon war es zu Kämpfen zwischen Tschetschenen und arabischstämmigen Menschen wegen eines Streits im Drogenmilieu gekommen. Unterdessen ist in Dijon Anklage gegen 4 mutmaßliche Gewalttäter erhoben worden. Es handelt sich um Tschetschenen, die zugeben, am Tatort gewesen zu sein, aber nicht die Gewalttaten begangen zu haben, schrieb Staatsanwalt Erik Matthias. Der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov hatte gesagt, die Tschetschenen hätten alles richtig gemacht. Sie seien gegen Drogendealer vorgegangen, gegen die die französische Polizei hätte vorgehen müssen.